Joschka Linz bei Kfz40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin am Phaeton dran. Der TÜV-Prüfer kommt erst gegen 17 Uhr und ich habe keine Ersatzteile, wo ich die Autos fertig machen kann. Das heißt, die Ersatzteile sind falsch. Zwei Autos werden nicht fertig und dann haben wir gleich nochmal TÜV. Also sitze ich 3 Stunden und ich weiß nicht, was ich mache. Wir haben Zeit. Wir bauen den Phaeton auseinander. Was ich jetzt in diesen 3 Stunden schaffe, bis der TÜV-Prüfer kommt. Ich habe vorne schon ein bisschen abgebaut. Ihr glaubt es nicht, wie viele Schrauben an dieser Stoßstange sind. Achtet mal einfach diese Schrauben an. Da sind nochmal locker so 40 Schrauben. Hatten wir einen kleinen Klatscher gehabt. Höchstwahrscheinlich, weil das Ding hier ist kaputt. Hier hatten wir, glaube ich, einen kleinen Klatscher. Hier hatten wir einen kleinen Klatscher gehabt. Hier sieht man das so schön. Das Ding ist hier kaputt. Da ist natürlich ein TDI V10. Hier ein Turbolader. Und bei dem Ladeluftkühler sieht man, achtet mal das hier an. Das sieht hier mir sehr, sehr verdächtig nach einem Unfall aus. Oh. Hier auch. Wie krumm der ist, oder? Hallo? Er hatte hier einen Klatscher gehabt. Das Ding war mal ursprünglich bis hierhin gekommen. Und dann wieder zurück höchstwahrscheinlich. Darum, hier waren die Halterungen kaputt, hier die Halter war kaputt. Scheinwerfer wird auch bestimmt irgendwo kaputt sein, werde ich mir genau nochmal anschauen. Und hier der Ladeluftkühler, ja, da sieht der mir natürlich sehr undicht aus. Das heißt, hier brauchen wir auch einen neuen Ladeluftkühler, sehe ich gerade. Und hier sieht man das sehr schön, hier ist der gerade. Das wird sehr, sehr spannend, weil ich bin ja sowieso nicht der Karosserietyp, dass wir das Ding so wieder zusammenbauen können. Ohne, dass ich 10 Schrauben noch habe. Ach, 10 ist gut. 10 will ich, dann würde ich sofort unterschreiben. So, dass wir keine 50 Schrauben noch übrig haben. Mein Gott, ist ja nicht so, dass ich jetzt den Vorbesitzer anrufe und sage, ey, hör mal hier, was hast du mir denn hier verkauft? Nein, das ist okay. Also wir haben hier ein 20 Jahre altes Auto. Wir haben natürlich einen sehr, sehr gängigen Motor. 1,9er mit dem Golf vergleichen natürlich. Ich mache jetzt einmal ganz schnell Klima absaugen und dann geht's weiter hier. Mal schauen, ob wir überhaupt noch Klimagas hier drin haben. Die ganzen Steuergeräte, aber das ist hier aber auch cool, ne? Hier, wenn nochmal schön Wasser reinkommt hier, dann sitzen wir hier. Auch das hier, oh Mann. Man hätte mal ein bisschen besser lösen können, ne? Gut, dass die Dinger hier so auf sind. Wo sieht ihr denn auf? Uah, war das eine Spinne oder was? Ah. Ja, fängt ja schon an zu saugen. 20, 30, oh ne, 20. 30. Zweites Problem, Klimaanlage. Eieieiei, Klimaanlage ist auch leer. Also 150 Gramm, ihr könnt euch vorstellen, die Klimaleitung. Da sind nur 150 Gramm. Also ist das Ding hier auch irgendwo undicht. Warum sieht das Ding so ein bisschen bescheiden aus hier? Hab ich die Klimaoptik? Was ist das? Ach, das ist die Farbe. Oh mein Gott. Ich dachte schon. Ja. Oh, ja. Jo, sind ja keine Rippen mehr, da sind ja nur Staub. Ne? Also seht ihr das? Ach. Ja, 2 Ladeluftkühler. Ja. Klimakondensator, Klima funktioniert nicht und dabei sind wir noch nicht beim Motor angekommen. Jo, läuft! Ich muss, glaube ich, noch den einen oder anderen Werbespot noch annehmen hier. Jo, das Ding ist ab, wiegt ungefähr 200 Kilo. Jetzt haben wir den Übeltäter vor uns. Ihr seht, das Ding ist überall Öl verschmiert. Ich dachte, wenn wir vorne jetzt alles abbauen, sehen wir viel. Ganz ehrlich, wir sehen immer noch nichts. Also ich selber denke so langsam, Jonas, was hast du dir da angetan? Ehrlich gesagt, das habe ich schon gesagt, als ich den gekauft habe. Ja, egal, könnt später weinen. Achtet mal. Ich bin ja noch dabei, alles abzubauen in Ruhe. Hier, Drosselklappe, habe ich abgebaut. Alles gut. Hier wollte ich den abbauen. Ne, das ist das hier. Dazu kommen wir gleich. Hier haben wir ja gesehen, dieser Unterdruckschlauch von dem Turbo. Ich glaube, das ist vom Turbo.
von einem Briefgate. Ich weiß es nicht. Ich kann mich auch irren. Der geht auf jeden Fall runter. Der war kaputt. Habe ich nicht gemacht. Der war schon kaputt. Dann, das Geile kommt jetzt. Leute, achtet mal das hier. Hier haben wir Risse. Da haben wir Risse. Das Ding war hier einfach mal undicht. Und das ist lebensgefährlich. Ich habe da echt nur angetippt. Und das Ding ist mir entgegengeflogen. Das war so locker. Aber war da auch undicht. Und wenn das Ding hier nicht richtig hält, also dann Bremsen halten nicht. Adios, amigos, würde man sagen. Von der Drosselklappe. Wir haben hier zwei Drosselklappen. Die muss ich ja auch abmachen. Guckt euch das an. Beim Anschauen ist das schon kaputt gegangen. Kabelbaum kommt ja komplett raus. Das heißt, ihr verfolgt diesen dicken, fetten Strang hier. Dann seid ihr natürlich, geht ihr nach hinten und dann seht ihr schon, was ihr alles ausbauen müsst. Wir haben ja hier in diesem Auto zwei Motorsteuergeräte verbaut. Das heißt, der eine Stecker, der kürzere Kabel kommt vor dem ersten Steuergerät und der längere Kabel kommt natürlich zu den hinteren Steuergeräten. Der hat ja zwei Stück. Dann die ganzen Kabel nochmal raus und dann haben wir unseren Motorkabel komplett schon ausgebaut. Also ich muss aber jetzt eins sagen, wir haben hier 313 PS. Der Motor war richtig gut, also der hat richtig gut gezogen. Ne, man hat richtig seine Power gespürt, aber was habe ich alles entdeckt? Turboschlauch durch. Ihr seht es hier. Das heißt, ein Wunder, dass er überhaupt gezogen hat. Dann haben wir ja gesehen, dass dieser Ladenluftkühler hier verbeult ist. Ist ja kein Problem. Dieser Ladenluftkühler ist undicht. Da frage ich mich auch, wie der gezogen hat. Und dann habe ich oben noch was entdeckt. Servoleitung. Die Klimaleitung mussten wir trennen. Und ich zeige euch gleich auch, warum die Klimaanlage undicht war. Dann Ölkühler. Jetzt weiß ich, wo der hingehört. Das ist der vom Getriebe. Dieser Ölkühler muss noch raus. Wir haben die Achse abgebaut. Wir haben die Domepipes ab. Die Seite ist voller als die Seite, komischerweise. Da müssen wir mal schauen, was Sache ist. Diese Querlenker sind fast einen Meter lang. Das ist der Hammer. Die Motorlager sind einmal hier und einmal da. Das heißt, diesen kompletten Träger können wir abmachen. Oder wir können den Motorlager lockern und das Ding rausziehen. Müssen wir schauen, wie wir das machen. Ja, jetzt sehen wir natürlich, wo da richtig viel Öl verliert. Hier oben, das ist ja einmal unser Turbo. Wo der jetzt verliert, kann ich euch nicht sagen. Aber irgendwo muss der Turbo ja einen Öleingang haben und einen Ausgang haben. Und ich schätze mal, da wird das Problem irgendwo sein. Obwohl wir alles hier ausgebaut haben, kommen wir trotzdem immer noch nicht da dran. Da seht ihr die ganzen schönen grünen Flecken. Ja, Klimaanlage ist da irgendwo undicht. Da kann man auch nichts mehr machen. Das Ding werden wir erneuern. Hier seht ihr nochmal, wie schön der hier überall Öl verliert. Ne, das ist unglaublich. Ja, ein paar Stunden dran jetzt gewesen. Aber so ist es nicht. Es macht Spaß, hier dran zu schrauben. Komischerweise ja. Also ich werde den Motor morgen höchstwahrscheinlich runternehmen. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir die eine oder andere Überraschung noch finden. Es ist auf jeden Fall ein paar Sachen noch dazugekommen. Die können wir auch direkt aufschreiben, ne? Bevor wir das alles vergessen hier. Ja, die Liste wird länger und länger und länger. Also die Heckklappe habe ich ja repariert. Die Heckklappe kann ich hier eigentlich hier schon mal wegmachen. Lade, Luft, Kühler. Beide Seiten. Lade, Luft, Schlauch, rechts, Unterdruck, Schläuche, Klima. Klima, machen wir einmal nur Klima, sonst können wir da gar nicht mehr eintragen. Wie ihr seht, ist die Liste lang. Prost. Ich werde so oft zum Schrottplatz gehen müssen. Ah, so viele Sachen noch da. Ah, ey. Also sowas macht man nicht nebenbei, ne? Sag ich euch jetzt schon. Also das Ding ist schon Respekt. Also echt für die Arbeit. Egal,
lange geredet. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Tutzi. Bis dann. Haut rein.